Wie viele Hörbücher braucht man, um gut davon leben zu können? Das ist ganz abhängig davon, wie hoch die Qualität der Hörbücher ist, die du einsprichst. Ja, ein gutes Buch, das sollte dir mal wirklich so mindestens 100 bis 300 Euro pro Hörbuch reinbringen. Je nachdem, wie hoch deine Lebensverhältnisse sind, je nachdem, was du eben erreichen willst, ob du also in absolutem Luxus leben willst, dafür bräuchtest du meiner Auffassung nach mindestens 5.000 bis 10.000 Euro im Monat. Oder ob du sagst, hey, ich will einfach weiterhin leben, so wie jetzt, dann schätze ich mal, brauchst du so 3.000, 4.000, 5.000 maximal, um eben auch gut davon leben zu können. Ja, reden wir mal von Büchern, die laufen ganz gut, ja, aber nicht extrem gut. Wir reden von 200 Euro pro Hörbuch im Monat. Kannst du dir selber ausrechnen. Hier bräuchtest du für 3.000 Euro knapp 15 Hörbücher, um davon leben zu können. Aber wie lange dauert das Ganze eigentlich? Naja, angenommen, du machst jetzt im Monat ein Hörbuch. Das wäre nicht sonderlich viel, das wäre echt wenig, um genau zu sein. Und dann bräuchtest du etwas über ein Jahr, um auf diese Summe zu kommen. Ja, meistens ist es aber so, dass die meisten Autoren nicht nur ein Hörbuch haben, was sie vertonen möchten, sondern gleich mehrere. Das heißt, du kannst hier direkt deine ganzen Hörbücher einsprechen und ja, dann eben auch entsprechend auf Audible veröffentlichen. Und das macht es natürlich umso einfacher, hier sehr viele Hörbücher sehr schnell eben zu machen. Natürlich musst du erstmal auch eine gute Qualität haben, die ganzen Bücher einsprechen und was du auch bedenken musst, du musst an einen Auftrag kommen, das Hörbuch produzieren, es auf Audible veröffentlichen, dann muss es sich verkaufen und dann kriegst du erst Geld. Das heißt, zwischen ich krieg einen Auftrag und ich krieg mein Geld liegen gut und gerne mal mindestens ein Monat, eher 2 Monate, bis du wirklich mal dein erstes Geld siehst. Sobald dann aber dieser Moment erreicht ist und du dann kontinuierlich Geld verdienst, ist jedes Hörbuch, was jetzt neu rauskommt, einfach nur auf diesen Stapel draufgelegt. Ja? Und dadurch verdienst du dann immer und immer mehr. Ich persönlich finde, ein guter Rhythmus, in dem man Hörbücher veröffentlichen sollte, ja, und auch schnell sein will, wenn man wirklich schnell Geld verdienen will mit eben Hörbüchern, würde ich mindestens ein Hörbuch pro Woche machen. Die Länge der Bücher sollte ungefähr zwischen 50 bis 100 Seiten liegen. Ja, da reden wir wirklich so von 2 bis 3 Stunden Audio. Ja, so 30.000 Wörter sind bei 100 Seiten ungefähr so gang und gäbe, weil da verdient man mitunter am meisten und hat aber auch am wenigsten Arbeit. Ja, alles, was drüber hinausgeht, verkauft sich nicht sonderlich besser, bringt nicht viel mehr Geld, schon ein bisschen mehr, aber das macht den Bock echt nicht mehr fett. Das heißt, um hier entsprechend davon leben zu können, würde ich mal mindestens 10 relativ gute Hörbücher hier mit reingeben, damit man eben auch entsprechend sagen kann, okay, man hat hier jetzt mal ein paar tausend Euro nebenbei, über die man halt eben verfügen kann. Ich glaube nicht, dass jemand von 2.000 Euro nebenbei einfach so leben kann. Geht bestimmt irgendwie als Selbstständiger. Aber ich würde dir empfehlen, mach mindestens das Doppelte mal von dem, was du brauchst, um echt locker easy davon leben zu können und noch ganz viel Geld über zu haben, falls mal irgendwie ein Hörbuch abkackt oder du mal 2, 3 Hörbücher machst, die doch nicht so gut laufen wie geplant. In der Regel bleiben ja auch die Hörbuchverkäufe relativ gleich. Ja, also das ist jetzt nicht so, dass die sich einmal verkaufen und dann auf einmal nie wieder, sondern am Anfang verkaufen die sich sehr, sehr gut. Ja, sagen wir 500 Euro im Monat und dann flacht es innerhalb von 1, 2 Jahren ab und bleibt dann so auf einer Basisflamme von 300 Euro zum Beispiel. Ja, also es geht nicht extrem runter. Das ist nicht so, dass es sich halbiert oder viertelt und du dann irgendwie nur noch statt 500 Euro nur noch 50 machst nach ein paar Monaten. Also das passiert nie. Ja, weil sonst würde es sich von vornherein schon gar nicht so gut verkaufen. In dem Sinne, mach so schnell wie möglich so viele gute Hörbücher wie möglich, wenn du davon leben willst. Ich empfehle mindestens 10 Hörbücher im Royalty Share über die Plattformen zu veröffentlichen, die wir bei uns in der Sprecherausbildung eben entsprechend erklären, weil auch da kann man sehr viel falsch machen. Wir erklären, wie das Ganze richtig funktioniert, um da auch das Maximale eben rauszuholen. Genau, wenn du Lust drauf hast, dann geh gerne auf www.goldenvoiceacademy.de und trag dich ein für ein kostenloses Beratungsgespräch. Bis dann.